Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Mittwoch, dem 3. Juni 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 828 und heute endlich wieder in eurem Podcatcher. Entschuldigt den Ausfall von gestern, aber Kopfschmerzen ohne Enden haben das leider fabriziert. Die heutigen Themen: Android 11, Blackout Tuesday, Game Boy Unboxing, Wear OS und Zynga. Ich beginne gleich mit Android 11. Das wollte man, also Google wollte es eigentlich während der Entwicklermesse der Google I.O. im Mai diesen Jahres vorstellen. Man hat das Ganze dann, weil logischerweise die Google I.O. nicht stattfinden hat können, verschoben auf den 3. Juni, was dann heute wäre. Doch aus Anhalten oder aus aktuellen Gründen in den Staaten hat man das Ganze zurückgeschraubt und gesagt, man möchte nicht aktuell ein neues Produkt vorstellen, währenddem das ganze Land so spinnt. Man hat es nicht genau in diesen Wörtern gesagt, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das gleiche ist übrigens mit Sony auch passiert, denn die wollten ihre PlayStation 5 in den aktuellen Tagen vorstellen und haben den Termin auch aufgeschoben. Ich glaube, bei Sony und bei Google weiß ich es zumindest, gibt es noch kein Ausweichsdatum. Wir dürfen also gespannt sein, wenn es da weitergeht. Dann gab es auch gestern zum Blackout Tuesday diverse Aktionen, diverse Bilder auf Social Media sah man mit komplett schwarz gehalten auf Instagram, Twitter etc. Und bei Apple hat man auch ein Zeichen gesetzt, nämlich Apple Music war gestern komplett schwarz gehalten. Das auch aus genannten Gründen. Tim Cook hat sich dazu auch schon mit einem offenen Brief an die Amerikaner gewendet und sicherlich auch an den lieben Herrn Trump. Und jetzt dürfen wir gespannt sein, wie das da vor sich geht. Dann gab es, und da wechseln wir jetzt das Thema ein bisschen, ein neues Unboxing-Video vom Alexi Pexi, das uns zeigt, wie damals vor vielen, vielen Jahren, 30 Jahren ist es mittlerweile schon her, ein Game Boy von Nintendo, der originale, also der erste, so verpackt war, was da alles drin war, was da für Technik war etc. Ein interessantes Video, würde ich sagen, unbedingt mal reinschauen. Dann gibt es auch wieder mal neue Zahlen von von Analysten, die sich das erste Quartal von den Wearables in Augenschein genommen haben. Und da hat jemand auf großer Fläche verloren, und das ist nämlich Google. Apple, Xiaomi, Samsung haben jeweils über 50, teilweise sogar 70% zugelegt, gleich auch Huawei verloren hat, wieder mal Fitbit, nämlich 26, das sind knapp in Einheiten gesprochen, also von 2,9 Millionen auf 2,2 Millionen Geräte ging der Verkauf runter, also man verkauft die Dinge noch, aber deutlich weniger und vor allem im direkten Vergleich eben auch mit anderen Systemen. Noch tragischer schaut es aus mit Wear OS, die sind nämlich unter Others gelistet, was nicht mal mehr, was noch einen ganzen kleinen Anteil an dem großen Ding macht, respektive, da kennt man keine genauen Zahlen mehr und das ist dann schon sehr, sehr unschön, für das Google Fitbit ja eigentlich dazu gekauft hat. Aber ich denke, da geht es vor allem um die Mitarbeiter, um das Know-how und auch um die Patente. Und jetzt dürfen wir nur hoffen, dass das ganze Know-how, Wissen und so weiter auch endlich in Wear OS einfließt. Somit wäre vielleicht auch was für die Google I.O. gewesen oder vielleicht noch ein bisschen zu früh. Wir werden sehen, wie es da weitergeht. Zynga, mögt ihr euch erinnern an den Namen? Nicht? Wenn ihr früher Farmville oder auch aktuell noch, glaube ich, gibt es immer noch, Farmville gespielt habt, das Spiel kommt von Zynga, das ist der Spielentwickler dahinter. Die haben zugekauft Peak, eine Firma aus der Türkei, die sich auch für solche Social-Media-Spiele spezialisiert hat. Toon Blast und Toy Blast, zwei Dinge, die mir nicht bekannt sind. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich die Spiele da nicht spiele, keine Zeit für sowas habe. Auf jeden Fall spielen das durchschnittlich 12 Millionen tägliche Nutzer.
und ist vor allem in den Staaten beliebt. Deshalb hat wahrscheinlich Zynga auch zugeschlagen. Ja, das waren es die Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Wer sich noch für Videoleuchten interessiert, ich habe auf dem Travel Style Blog einen Artikel geschrieben, eine kleine Zusammenfassung von drei mobilen Videoleuchten, die ich getestet habe. Wer Interesse daran hat, schaut mal rein. Ich finde es sehr spannend, die kleinen Dinger, die so viel leuchten können, wenn man dann möchte. In diesem Sinne, genügend der Eigenwerbung. Euch einen wunderschönen und vor allem guten Start in den heutigen Tag. Und wer mag, heute Abend, wenn ich es richtig im Kopf gehe, heute Abend haben wir Geek Talk News in live. Wer mithören mag. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.